Guten Tag, ich werde heute aus dem Bericht der unabhängigen Expertenkommission lesen, einer unabhängigen Expertenkommission, die vom Bundesrat eingesetzt wurde, und zwar 2014. Vielleicht wissen Sie, dass es bis anhin nur eine einzige unabhängige Expertenkommission gab in der Schweiz, und das war die Kommission, die quasi die wirtschaftlichen Verbindungen mit dem Nazi-Regime untersuchen mussten. Sogenannt Berger-Bericht ist der bekannt. Jetzt wurden zur administrativen Versorgung ebenfalls eine solche Expertenkommission zusammengestellt. Die hat jetzt fast fünf Jahre lang gearbeitet. Dieses Jahr wird der Bericht rauskommen. 9 Bänder sind schon raus. Der 10. wird September erscheinen. Der 10. Band ist der Synthesebericht, der quasi alles zusammenfasst, die 9 Bänder zusammenfasst, plus die Empfehlungen, die an den Bundesrat gehen werden. Diese Empfehlungen werde ich ebenfalls hier vorlesen. Und einige Texte von uns, die wir diese Zwangsmaßnahmen überlebten. Zwangsmaßnahmen waren schon mal Thema. Das war beispielsweise, als die sogenannten Kinder der Landstraße aufgearbeitet werden wollten. Das waren Menschen, jenische, Sinti, Romas. Und als nächstes kamen eben die sogenannten administrativ Versorgten. Doch diese Salamitaktik, also dass wir in unterschiedliche Opfergruppen geteilt wurden, das liest man auch in diesem Bericht, und das war relativ schnell klar, das war eigentlich nicht nötig. Man hätte uns gar nicht in solche Opfergruppen teilen müssen, denn es zeigt sich klar, wer einmal in diese Mühlen geriet, und es waren meistens Menschen aus einer Schicht, die zu wenig Geld hatte, zu wenig Beziehung, sogenannte Unterschicht. Die meisten waren von allem betroffen. Und dieser Teil, den ich hier aus einem Band lese, und zwar aus dem Band Zwangslagen leben, Biografien von ehemals administrativ versorgten Menschen, der 5. Band, verfasst von Ruth Ammann und Alfred Schwendener, zeigt eigentlich sehr gut, dass es quasi egal, was man tat, ob man gar nichts tat als Mensch, der versorgt wurde, oder ob man sich wehrte, das Resultat war dasselbe. Man geriet in immer restriktivere Umstände. Und am Schluss war dann oft die sogenannte administrative Versorgung. Das hieß, dass man ohne Gerichtsurteil, ohne Gerichtsverhandlung, also ohne Anhörung, einfach ins Gefängnis gesperrt wurde oder eben in Strafarbeits-, Zwangsarbeitsanstalten und so weiter. Ich werde jeden Tag im Forum einen etwa 30-minütigen Text vorlesen aus dem Bericht. Die Bücher wurden uns für die Skulptur nun auch zur Verfügung gestellt. Also alle 9 Bände, die bis jetzt herausgekommen sind, kann man ab Montag, nächsten Montag, 10 Uhr im Robert-Walser-Zentrum einsehen. Jetzt ist es so, dass ich selber mit meiner ganzen Familie diese Behördenmühle überleben musste. Das war von 1,5-jährig bis 17-jährig, während 10 Jahren. Ich hatte aber das Glück, dass ich immer wieder zu meiner Mutter zurückgehen konnte und meine Mutter das sehr, sehr gut auffangen konnte. Und ich denke, so versteht es sich auch, dass ich das unbedingt auf diese Skulptur bringen wollte, denn Sie wissen ja, auch Robert Walser wurde dann
in zwei psychiatrische Kliniken versorgt und dass dies nicht nur so freiwillig war, auch das wissen wir inzwischen. Also er wurde quasi von derselben Bürokratie ebenfalls eingeholt, sage ich jetzt mal. Okay. Also, ich lese jetzt aus dem Bericht, wie ich schon sagte, den Sie Zwangslagenleben nannten. Ich finde das einen sehr guten Titel. Und von Biografien handeln. Und zwar aus dem Kapitel 2.4 Widerstand, Flucht, Autonomie, Versuche der Bewältigung von Zwangslagen und deren Sanktionierung durch administrative Versorgung. In den Kapiteln 2.1 bis 2.3 werden die schwierigen Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen ersichtlich, die später von einer administrativen Versorgung betroffen waren. Diese Bedingungen des Aufwachsens sind zentral für das Verständnis der administrativen Versorgung und die Klärung der Frage, weshalb gerade diese Personen Opfer einer administrativen Versorgung wurden. Ein typischer biografischer Verlauf zeigt die folgende eskalierende Dynamik. Die Kinder und Jugendlichen versuchten, die schwierige Lebenssituation, die wir als Zwangslage bezeichnet haben, zu bewältigen, indem sie zum Beispiel die Flucht ergriffen, was von den Behörden sanktioniert wurde, zum Beispiel mit einer anderen Fremdplatzierung. Nicht immer anderen, aber oft. Dies hatte meist zur Folge, dass sich die Situation der Betroffenen verschlechterte, was sie wiederum zu Bewältigungshandeln zwang, das dann erneut und stärker sanktioniert wurde. Ein Teufelskreis, an dessen Ende die Versorgung in einer geschlossenen Anstalt stand. Tendenziell erlangten die Betroffenen mit zunehmendem Alter Handlungskompetenzen und Autonomie. Sie versuchten im Jugendalter folglich auch vermehrt, sich zu wehren, wenngleich die Möglichkeiten, dies zu tun, oftmals begrenzt blieben. Ein häufiges Bewältigungsmuster war die Flucht, die bisweilen bereits im Kindesalter erfolgte. So floh W.N. vor der Gewalt in der Pflegefamilie, sobald sie groß genug war, um aus dem Fenster zu klettern. Ihr scappavo lì di casa perché dopo sono diventato un po' grandina, scappa perché loro mi chiudevano la porta a chiave e io salvato giù alla finestra. Also sie sagt hier nichts anderes, als dass sie aus dem Fenster flüchten konnte, weil sie größer geworden, also gewachsen war. G.S. ergriff als Siebenjährige die Flucht aus ihrer Pflegefamilie, nachdem sie aufgrund ihrer jenischen Herkunft eines Diebstahls bezichtigt worden war. In einem noch sehr rudimentären Sinn wird das Kind hier als aktiv handelndes Subjekt erkennbar, das mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, eine bedrohliche Situation zu bewältigen. Die Flucht war eine der wenigen Handlungsmöglichkeiten, über die es verfügte. Wie erwähnt, führte dieses Handeln, das aufgrund der Stigmatisierungserfahrungen und der realistischen Angst vor gewalttätigen Sanktionen sehr gut nachvollziehbar ist, dazu, dass GS nun erst recht zur Diebin gemacht wurde. Ihr Fluchtversuch galt als untrüglicher Beweis ihrer Schuld. In der Folge wurde sie in einer Erziehungsanstalt interniert, was auch ein Eskalierungsmoment in ihrer Fremdplatzierungsbiografie bedeutete. Aus dem Pflegekind wurde die Insassin einer Anstalt, womit sie von nun an automatisch als besonders erziehungsbedürftig identifiziert wurde. In den wenigsten Fällen führte die Flucht eines von Gewalt betroffenen Kindes zur Verbesserung der Lebenssituation. Eine solche Ausnahme findet sich in der Biografie von C.D. Sie war nach dem Tod des Vaters im Alter von 5 Jahren fremdplatziert worden und durchlebte eine langjährige, immer wieder auch von Gewalt geprägte Fremdplatzierungsbiografie, vorwiegend in diversen Pflegefamilien.
In einer Familie herrschte eine besonders gewalttätige Mutter. Als CD einmal wegen Glatteis Milch verschüttete, traute sie sich nicht, nach Hause zu gehen und dies der Pflegemutter mitzuteilen. Stattdessen ging sie direkt in die Schule. In der Pause tauchte die Pflegemutter auf und ohrfeigte sie in aller Öffentlichkeit. Ein Lehrer intervenierte, worauf die Pflegemutter mit den Schlägen aufhörte, nicht jedoch ohne Cede zu drohen, dass sie nur heimkommen solle. Umso massiver fiel dann auch die Gewalt aus, als das Kind von der Schule heimkam. Zitat: Nach der Schule bin ich heimgegangen, kaum zur Türe reingekommen, hat die Pflegemutter mir die Schürze geschlissen, auf den Boden und nachher einfach zugeschlagen und geschlagen und geschlagen. Ich habe wirklich also nicht mehr gewusst, wo ich bin. Einige Tage später, als sie sich vom Übergriff erholt hatte, floh Cede bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu einer Tante, die in einem Ort in der Nähe wohnte und zu Fuß erreichbar war. Die Tante ging mit ihr am nächsten Tag zum Vormund und dieser, er wird von CD als guter Vormund bezeichnet, verfügte eine Umplatzierung seines Mündels in eine andere Pflegefamilie. Hier führte die Flucht also zur Platzierung in einer neuen Pflegefamilie. Und es ist somit keine Eskalation in der Fremdplatzierungsbiografie erkennbar. Dies war aber in den von uns untersuchten Biografien eher eine Ausnahme, wie die folgenden zwei in diesem Sinn repräsentativeren Beispiele zeigen. ML, der im Alter von 4 Jahren in einem Heim platziert wurde, nachdem seine Mutter vom Großvater blutig geschlagen worden war, erlebte bereits in der von katholischen Nonnen, geführten Einrichtung massive Gewalt. Gewalt und Misshandlung erfuhr er auch während der Verdingung bei einem Bauer, die im Alter von 8 Jahren auf den Heimaufenthalt folgte. Erst nach längerer Zeit war es ihm möglich, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Im Alter von 14 Jahren versteckte er sich nach erneuten Misshandlungen in seiner Schule. Ein kindlich-jugendlicher Bewältigungsversuch und Anzeichen einer erweiterten Handlungsfähigkeit. Hier wurde er von seiner Lehrerin gefunden. Die körperlichen Misshandlungen waren gut sichtbar und so erstattete sie Meldung bei den Behörden. Dies hatte zur Folge, dass ML abgeholt und in ein Nacherziehungsheim eingewiesen wurde. Möglich, dass diese Umplatzierung mit der Absicht erfolgte, das Kind vor der Gewalt des Bauern zu retten. Es zeigt sich aber einmal mehr eine Opfer-Täter-Umkehr. Das misshandelte Kind wurde als nacherziehungsbedürftig eingestuft, zumindest muss dies aufgrund der spezifischen Internierung angenommen werden und diese Eskalation in der Fremdplatzierungsbiografie von der Pflegefamilie in ein Erziehungsheim erfolgte bezeichnenderweise, als sich das Opfer zum ersten Mal zur Wehr setzte und der Gewalt zu entkommen versuchte. Dass ML sich gerade die Schule als Versteck aussuchte, war sicherlich kein Zufall. Hier durfte er wohl am ehesten Unterstützung erwarten und mit dieser Einschätzung lag er offenbar richtig. ML machte also mit den ihm verfügbaren Ressourcen auf einen Missstand aufmerksam. Es zeigt sich hier, wie auch in anderen Beispielen, einen anderen Ort als Erziehungsheime, die Verdingung oder allenfalls die Psychiatrie, scheint es in dieser Zeit in der Schweiz für Kinder aus ärmeren Verhältnissen, die Opfer von Gewalt wurden, nicht gegeben zu haben. Dazu möchte ich etwas einschieben. Es war damals so, es ist heute noch so, Misshandlungen, Missbräuche, Suchtverhalten, Verwahrlosung, all das ist in allen Schichten ähnlich oft der Fall. Und wenn man dann sagt, quasi dieses Gesetz sei schon richtig gewesen, aber nur falsch angewandt worden, also in Opfer und Betroffene teilt, dann hat man hier das Argument, anscheinend wollte dieses Gesetz nur die Kinder der Unterschicht schützen. Was nun? So wissen wir ganz und gar nicht die Absicht war, sondern die Disziplinierung war die Absicht.
Und es scheint sogar, dass die darin erkennbare Sanktionierung der Opfer umso schwerwiegender ausfiel, je massiver die gemachten Gewalt- und Missbrauchserfahrungen waren, wie die weiteren Beispiele zeigen. Noch dramatischer endete der kindliche Fluchtversuch von DT, die ebenfalls bei einer Bauernfamilie verdingt und massiver Gewalt ausgesetzt war. Essen hat es gegeben. Genug gegeben, aber leider auch Schläge, besonders für mich. Mehrmals musste sie mit einem blauen Auge in die Schule, traute sich jedoch auf Nachfragen des Lehrers hin nicht zu sagen, dass sie geschlagen worden war. DT versuchte vor der Gewalt zu fliehen und wurde dabei von ihren Eltern unterstützt, die ihr im Geheimen Geld für eine Zugfahrkarte zukommen ließen. Auf der Flucht wurde sie von einem Pfarrer vergewaltigt, dem das alleinreisende Kind im Zug begegnet war und der dessen Schutzlosigkeit erkannte und ausnützte. Als sie einen Tag später zu ihrer Familie gelangte, wartete dort bereits die Polizei, von der sie zunächst ins Gefängnis und schließlich in die Psychiatrie gebracht wurde. Der Fluchtversuch führte also auch hier, wie in den meisten Fällen, zu einer Eskalation in der Fremdplatzierungsbiografie. Warum das Kind geflohen war, was es auf der Flucht erlebt hatte, Fragen wie diese scheinen die einweisenden Behörden nicht interessiert zu haben. Es ist eine typische Erfahrung der Betroffenen, dass sie nicht angehört wurden. Ihr Standpunkt, ihre Meinung, ihre Handlungsmotive niemanden interessierten und niemandem mitgeteilt werden konnten. Sie wurden als Individuen komplett ignoriert. Wer überhaupt die Chance erhielt, sich Gehör zu verschaffen, musste wiederum damit rechnen, als Lügnerin oder Lüger diffamiert zu werden. In dieser Zwangslage blieben nicht viele Möglichkeiten des Widerstands. Die Flucht war eine der wenigen, zumindest kurzfristig eine relativ erfolgsversprechende, um sich vor Gewalt zu schützen. Es ist somit nachvollziehbar, weshalb Fluchten in den Biografien unseres Samples besonders häufig vorkommen. Neben dem Fliehen zeigen sich in den Interviews weitere Bewältigungsversuche, um schwierige Lebenssituationen zu verändern. Sie reichen von Schweigen und Verweigerung bis hin zu Selbstverstümmelung und Suizid und Suizidversuchen. MT etwa beschreibt, wie sie sich Nachfragen verweigerte, um einer erneuten Stigmatisierung zu entgehen, aber auch um sich gegen ihre Arbeitsplatzierung und gegen die damit verbundene Situation zu wehren. Zitat: Ich bin auch etwas eine Bockige gewesen. Wie soll ich dem sagen? Einfach, ich habe nicht gesagt, warum ich das gemacht habe oder so und einfach keine Antwort gegeben. Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie in der Folge psychiatrischen Abklärungen unterzogen. VD war nach der Schule für eine Haushaltslehre auf einem Bauernhof platziert worden, wo sie irgendwann die harte und monotone Arbeit verweigerte und stattdessen mit ihren Freunden ausging. Auf die Sanktionierungen der Hausmutter reagierte sie, indem sie sich so lange als möglich im Zimmer einschloss und schließlich der Familie ein ungenießbares Abendessen zubereitete. Sie wurde daraufhin in ein Mädchenerziehungsheim versorgt. MH wehrte sich gegen eine Arbeitsplatzplatzierung durch ihren Vormund, die sie als Zumutung empfand, indem sie sich absichtlich selbst verletzte. Zitat: Dann haben sie mich natürlich auch dort nicht mehr wollen. Der Vormund platzierte sie danach in einem Spital als Putzhilfe, Zitat, wie immer. Während hier die Bewältigungen mit Widerstand einherging, gab es Situationen, die die Ausweglosigkeit und Not der Betroffenen noch deutlicher machen und zeigen. Wie wenig Handlungsspielraum mitunter bestand. So beging DT als Jugendliche einen Suizidversuch, als sie realisierte, dass der Vormund eine Lehre verhindern würde. Eine Lehre, so der Vormund, sei zu teuer. Stattdessen war für sie offenbar eine Stelle als ungelernte Haushaltshilfe an der Abwaschmaschine in einem Spital vorgesehen. Auch hier verschlechterte sich dadurch ihre Fremdplatzierungssituation weiter. Nach dem Suizidversuch erfolgte zunächst
eine Internierung in einer Erziehungsanstalt für schwer erziehbare und sittlich gefährdete Mädchen. Danach wurde sie in die Psychiatrie und schließlich zur Nacherziehung in eine Strafanstalt gebracht. Auch in den folgenden Beispielen zeigt sich die Dynamik einer Flucht vor schwierigen Lebenssituationen und biografischen Zwangslagen. Zusätzlich wird hier aber auch erkennbar, wie sich die Jugendlichen mit ihrem Handeln nicht nur gegen die aktuelle Lebenssituation zu wehren versuchten, sondern dass in ihrem Handeln auch ein Streben nach Autonomie bzw. einem selbstständigen Leben angelegt war. Dieser Schritt in die Selbstständigkeit oder Autonomie, der im Übergang zum Erwachsenenalter gesellschaftlich verlangt wird, wurde bei diesen Jugendlichen rigoros sanktioniert. Die administrative Versorgung kann also auch als Sanktionierung eines Autonomiestrebens der betroffenen Jugendlichen gesehen werden. Sie verhinderte eine selbstverantwortliche, eigenständige Lebensgestaltung der Betroffenen, indem sie sie daran hinderte, zu selbstständigen und selbstverantwortlichen Subjekten, anders formuliert, erwachsen zu werden. Schwierige Lebenssituationen, die eine Dynamik von Flucht- und Autonomiestreben auslösten, die schließlich in eine administrative Versorgung mündete, konnten im Rahmen einer Fremdplatzierung ebenso vorliegen wie innerhalb der Familie. In unserem Sample finden sich mehrere Biografien, die in der Kindheit und Jugend keine Fremdplatzierung aufweisen. Sie sind aber klar in der Minderheit. Die folgenden Beispiele zeigen Jugendliche in ihren Familien in schwierigen Lebenssituationen, die sie vergleichbar mit den obigen Beispielen bewältigen mussten. Mit der Folge, dass diese Bewältigungsversuche mit einer administrativen Versorgung sanktioniert wurden. Hier werde ich nur ein Beispiel vorlesen, einfach weil ich nicht etwa eine halbe Stunde aus dem Bericht lesen möchte. TR verdichtet die typische Dynamik von schwierigen Lebenssituationen nun in der Familie, Flucht als Widerstand und Sanktionierung in der Form einer administrativen Versorgung. Zitat: Und dort in jener Zeit, als er mich noch einmal abgeschlagen hat, dann bin ich ab und dann haben sie mich erwischt, dann haben sie mich in das Heim gebracht. TR floh vor der wiederholten Gewalt ihres Vaters. Gleichzeitig war die Flucht ein Akt der Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Ein weiteres Zitat aus dem Interview verdeutlicht, wie die beiden Aspekte Flucht vor Gewalt und Selbstbestimmung Hand in Hand gingen. Der Vater ist gekommen, hat mir links und rechts ein paar an die Ohren gegeben und das sind immer grauenhafte Ohrfeigen gewesen, die haben immer so Blitze gegeben. Ich habe das so ungerecht empfunden. Dort hat es in mir innen angefangen, zu meinem Eigenschutz habe ich mich müssen für mich entscheiden und habe gesagt, ich komme nie mehr. TR floh zunächst nur für einige Stunden in einen nahegelegenen Wald. Weitere Fluchten sollten jedoch folgen, nicht nur vor dem gewalttätigen Vater, sondern zum Beispiel auch vor den sexuellen Übergriffen des Pflegevaters im Welschlandjahr, das sie inzwischen zwischenzeitlich absolvierte. Als TR wieder zurück in ihre Familie erneut vor der Gewalt des Vaters flüchtete und auch vor den rigorosen Einschränkungen ihrer Freiheit, der Vater wollte zum Beispiel nicht, dass die Jugendliche aktuelle Popmusik hörte und ausging, sie sei schließlich kein Bubenmädchen, erfolgte eine erste administrative Versorgung. Als er mich noch einmal abgeschlagen hat, dann bin ich ab. Und dann haben sie mich erwischt und haben sie mich in das Heim gebracht, da in X Ort, in X Kanton. Die Fluchten gingen hier weiter, unter anderem auch, weil TR klar wurde, dass ihr eine Ausbildung verwehrt bleiben würde. Sie hatte andere Pläne für ihr Leben. Zitat, also ich bin dann in dieses X-Heim gekommen. Ich sehe all diese Schwestern, die ihre Lehre oder Praktikum machen und ich bin nur denen ihre Putzfrau gewesen. Ich habe denen ihre Toilette putzen müssen, die haben mir nicht einmal Grüezi gesagt. Und dann, als ich gemerkt habe, ich kann ja gar nie so einen Beruf erlernen, dann hat es mir natürlich wieder ausgehängt, dann bin ich natürlich wieder ab. Auf dieser Flucht lernte sie ihren späteren Partner kennen.
weil weder eine Heirat noch ein Zusammenziehen in der Schweiz möglich war, entschied sich das Paar zur Flucht ins Ausland. Diese gelang zunächst, nach einiger Zeit erfolgte jedoch die Verhaftung und Rückschaffung durch die Polizei in die Schweiz. Hier wurde TR, die mittlerweile von ihrem Freund schwanger geworden war, in einer Strafanstalt administrativ versorgt. Die Flucht vor Gewalterfahrungen ist auch bei denjenigen betroffen, die nicht schon in der Kindheit fremdplatziert waren, sondern in ihrer Familie aufwuchsen, eine typische Konstellation, die zur administrativen Versorgung führte. Ebenso wie die Flucht vor sexuellem Missbrauch als spezifischer Gewaltform. Letzteres wird etwa bei OE ersichtlich. Auch hier zeigt sich eine erweiterte Handlungsfähigkeit der Jugendlichen gegenüber derjenigen des Kindes. Ihre schwierige Lebenssituation begann bereits mit 6 Jahren, wie sie gleich zu Beginn des Interviews deutlich macht. Also, bis 6-jährig bin ich sehr ein glückliches Kind gewesen. OE gliedert ihre biografische Erzählung also gleich zu Beginn in ein sehr glückliches Vor- und ein gegenteiliges Nachher. Der biografische Wendepunkt ist der Moment, in dem der Vater seine Familie verließ und zum Vater der Nachbarsfamilie wurde. Meine Mutter hat immer geweint und ist manchmal gar nicht da gewesen, aber mir hat man nichts erklärt. Da kommen Nachbarskinder und haben mir gesagt, wir haben halt einen neuen Daddy und du hast keinen mehr. Der ist einfach mit der besten Freundin von meiner Mutter fremdgegangen. Und weiter. Und dann hat es eine Scheidung gegeben und ich habe mit 6-jährig einen Vormund bekommen. Und dann ist mein Stiefvater gekommen und der hat mich entjungfert. Als OF im Alter von 15 Jahren, sehr lange Zeit nach dem Beginn der sexuellen Gewalt also, ihrer Mutter endlich vom Missbrauch durch den Stiefvater erzählte, wendete sich diese gegen sie. Auch ihr widerfuhr also, was so typisch ist für diejenigen, die sich als Opfer sexueller Gewalt zu erkennen gaben. Ihre Aussagen wurden ignoriert und sie wurde automatisch vom Opfer zur Täterin gemacht. Die Mutter jedenfalls relativierte, bestritt, beschwichtigte, normalisierte und verdrängte. Dann habe ich ihr es erzählt und dann hat sie gesagt, er habe sicher nur wollen schauen, ob ich noch keusch bin. Kurz darauf wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, was offensichtlich einer gängigen Praxis im Umgang mit Opfern sexueller Gewalt entsprach. Das Opfer sexuellen Missbrauchs wurde pathologisiert. Erschwerend kam für OF hinzu, dass sie als Jugendliche Anschluss an die Hippie-Szene fand, die Ende der 1960er Jahre auch in der urbanen Schweiz sichtbar in Erscheinung trat. Offenbar machte sie dies zusätzlich als psychisch krank diskreditierbar. Und im X-Jahreszahl, in meiner höchsten Hippie-Zeit, haben sie mich geholt und dann bin ich in X-psychiatrische Klinik gewesen. Ist arrangiert worden über den Vormund, weil ich immer mit den Hippies zusammen gewesen bin. Dass die Jugendsubkultur der Hippies gerade auf Opfer von Gewalt anziehen wirkte, ist naheliegend. Hier erfuhren die Jugendlichen einen anderen Umgang und eine andere Wertschätzung als Individuen, als sie es von ihren bisherigen Umfeldern gewohnt waren. Insbesondere entstanden hier explizit gewaltfreie Räume oder zumindest gab es Versuche, solche einzurichten. Oftmals waren Jugendsubkulturen aber auch schlicht der einzige Zufluchtsort für die Betroffenen, wenn sie vor der Gewalt in ihren Familien oder in der Fremdplatzierung flohen. Die administrative Versorgung kann auch als Sanktionierung der Zugehörigkeit zu einer Jugendbewegung gesehen werden, beziehungsweise als repressive Antwort auf einen Generationskonflikt und Reaktion auf sozialen Wandel. Betroffen von dieser Sanktionierung und Repression waren aber, wie erwähnt, nur die Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen. OF wurde nach 2 Monaten aus der psychiatrischen Einrichtung entlassen. Offenbar war eine Ausbildung angedacht, die ihr auch sehr gefallen hätte. Diese Idee konnte jedoch nicht umgesetzt werden, weil OF dafür weiter daheim hätte wohnen müssen.
unter einem Dach mit dem Stiefvater, also, der sie über 10 Jahre lang sexuell missbraucht hatte. Stattdessen floh sie ins Ausland, wo sie, in einem Auto schlafend, von der Polizei aufgegriffen wurde. Auch sie wurde daraufhin in die Schweiz zurückgeschafft und in einer Strafanstalt administrativ versorgt. Weitere Beispiele zeigen, wie gerade Jugendliche, die sich gegen die sexuelle Gewalt wehrten, die ihnen widerfuhr, Opfer einer administrativen Versorgung wurden. Selbst wenn sie nicht zum Mittel der Flucht griffen, sondern über weiterführende Ressourcen in der Bewältigung dieser schwierigen Lebenssituation verfügten, wie zum Beispiel MT, die sich wehrte, indem sie die Übergriffe den Behörden meldete. MT arbeitete nach dem Kinderheim an diversen durch den Jugendanwalt zugewiesenen Arbeitsstellen in Privathaushalten. Mit 17 Jahren kam sie in eine Wäscherei, die von einem Ehepaar geführt wurde. Bald schon begann der 60-jährige Hausherr, ihr bei jeder Gelegenheit, die sich bot, nachzustellen. Und einmal ist er, Zitat, und einmal ist er, als ich geschlafen habe im Zimmer, ist er zu mir ins Zimmer gekommen. Daraufhin fasste sie den Entschluss, sich zu wehren. Und nachher habe ich gedacht, hier will ich nicht bleiben. Nachher habe ich das alles auf die Jugendanwaltschaft geschrieben. Dies führte nun aber nicht dazu, dass sich die Situation für sie verbesserte. Im Gegenteil, einmal mehr wurde hier das Opfer zur Täterin gemacht. Der angeschriebene Jugendanwalt suchte die Arbeitgeber von MT auf, mit ihr sprach er nicht. Und nachher sind die drei Personen, der Herr X, die Frau X und dieser Jugendanwalt, sind nach oben gegangen in ihr Schlafzimmer, wahrscheinlich, und da ist abgeklärt worden, ob er sich hinter mich gemacht hat oder nicht. Ich muss euch ja nicht sagen, was herausgekommen ist. Ich bin nicht dabei gewesen, mich hat niemand gefragt. Sie ist dabei gewesen und nachher ist er wieder gegangen, der hat mich nicht gegrüßt. Ich habe ihn wieder gesehen, runterkommen, ist wieder gegangen und etwa 10 Tage später ist meine Fürsorgerin gekommen und hat mich abgeholt. MT kam in der Folge in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik, bis ihr nach mehr als 7 Monaten ein Oberarzt, den sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen hatte, mitteilte, dass man nun ein geeignetes Heim für sie gefunden habe, wo sie arbeiten könne. Sie wurde daraufhin für 3 Jahre in einer Erziehungsanstalt für schwer erziehbare und sittlich gefährdete Mädchen administrativ versorgt. Erneut wurde das Opfer sexueller Gewalt durch eine administrative Versorgung aufgrund der jahrelangen und biografisch immer wirkmächtigeren Stigmatisierung als sexuell deviant, pathologisiert und diszipliniert. Aber auch wer sich nicht wehrte und alles über sich ergehen ließ, wie es zum Beispiel DE treffend ausdrückt, konnte als Gewaltopfer administrativ versorgt werden. In welchen Zwangslagen die betroffenen Jugendlichen steckten, zeigt sich anhand dieser Biografie noch einmal besonders deutlich. Als 14-Jährige wurde sie, nachdem sie in derselben Nacht bereits 2 Vergewaltigungsversuche hatte abwehren können, von ihrem Onkel vergewaltigt. Zitat: Beim 3. Versuch habe ich dann hingehalten und ich weiß heute noch, ich habe nicht können schreien. Ich hätte ja können schreien, dann wäre die Mutter gekommen oder der Pflegevater. Aber ich habe Angst gehabt, dass mich meine Mutter umbringt. Die Mutter erfährt am nächsten Tag gleichwohl vom Vorgefallen, Zitat, und die kommt herein und verschlägt mir den Grind, Kopf, deutsch gesagt, also wortlos, Zitat Ende. In der Folge wurde auch sie administrativ versorgt. Zitat. Dann bin ich ins Auto verfrachtet worden und dann haben sie mich versenkt. Zitat Ende. Was auch immer sie hätte nun tun können in dieser Situation, sich wehren oder die Gewalt über sich ergehen lassen, das Resultat wäre wohl stets dasselbe gewesen. Die Verurteilung des Gewaltopfers als Täterin und die Internierung in eine Anstalt bzw. die administrative Versorgung. Merci vielmals. Ouais.